Haben sie noch mehr Zeug verteilt. Das ist gut. Kann man eine Runde Schach spielen? Bis zum nächsten Angriff. Kommandantin der Wächter, komm schnell! Die dunkle Brut bricht noch immer durch! Sind denn die Tore nicht geschlossen? Die Tore sind nicht das Problem, sie kommen aus dem Gasthof! Ich mache mich sofort auf den Weg zum Gasthof, ihr bleibt hier. Der Erbauer möge euch segnen, Kommandantin. Amen. Was ist das? Eine Holzkiste. Schwache Verletzungsausrüstung, warum nicht? Warum nicht? Wer ist das? Er hat zwar einen Kreis, aber ich kann nicht mit ihm reden. Hier ist noch ein Bücherstapel. Gibt's noch zwei Handelspapiere? Na, die muss ich mitnehmen, das nützt nichts. Mit dem kann ich reden. Ach so, das ist der letzte Händler. Na gut, dann kriegst du das, das und das und das. Die Robe heb ich auf. Die Punika kann weg. Und der Rest ist gut. Das kann weg. Das Zeug, weiß ich nicht, was ich damit noch anfangen soll. Was hat denn der sonst noch? Elfenwurzeln hat er nicht. Destillationswirkstoff und Konzentrationswirkstoff. Okay. Kauf ich mir das Zeug noch hier. Zwei sichere Wundumschläge, das spielt ja gar keine Rolle. Und drei starke. 440 Sovereigns, das ist ja völlig irre. 440. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Starker Ausdauertrank. Brauche ich nicht. Los, raus hier. An der frische Luft. Mit euch. Los, ran an den Feind und zutreten. Hier kommt so eine Made. Gerechtigkeit hat ein bisschen was drauf gekriegt. Kommt noch so eine Made aus dem Gasthof. Wie ihr meint. Und das hier. Weg mit dir. Oh, jetzt kommen aber einige Maden. Das ist gefährlich. Schnell das machen. Das war sehr gut. Warte mal, hier kommt eine Riesenmade. Komm, komm, komm. Schlag, schlag, schlag. Okay. Abstechen. Gut, das hat geklappt. Kommt denn das ganze Viehzeug her? Das Vieh war hin. Okay, klasse. Gerechtigkeit, Stärke, Geschick und Konstitution. Und den letzten Punkt hier drauf. Das ist ja fantastisch. Hier. Das ist ein Massaker. Soll der ruhig machen. Na los, rein in den Gasthof. Wir müssen schnell zuschlagen. Oh, hier kommt so ein Abgef. Oh, der ist gut. Vorsicht. Liegt das beim Dreck draufkicken.
Ja, schön gemacht. Gut gemacht. Wo willst du denn hin, du Penner? Bleib stehen. Mach das hier. Tiefschlag. War leider nicht mehr aktiv. Oh, hat sie weggedroschen. Die gute Tamisa. Amtschi, macht's genau richtig. Alle auf diesen Typ. Genauso. Trugbild brauche ich nicht. Das hier. Wie sieht's mit der Gesundheit aus? Ich kann's kaum erkennen. Gut sieht's bei der aus. Das hier. Widerstanden. Er ist gleich tot, da übersteht nichts mehr. Okay. Ja, war hin. Klasse. Unerschütterlicher Glaube, 15 Verteidigung. Ich glaube, unsere Freunde haben von allen das Beste. Stärke, Geschick, das ist okay. Fünfzehn Verteidigung ist gut. Nimm mal das. Ne, nicht das. Das hier. Natürlich. Shit. Hey, komm dran. Brauchst nicht mal was machen. Machen die alles selber. Das ist genial. Was steht denn hier noch? Ach, Quatsch. Weiter, weiter vorigen, komm. Treib die zurück. Das ist unsere Aufgabe. Halt die Position. Anhalten. Eine Falle? Na gut gemacht. Die kannst du doch entschärfen. Und Angriff. Lock erst mal ein paar hier rein, das ist genau richtig. Halt, ich brauch bloß Tamisa. Meine Kräfte sind teuer. Das sah gut aus. Stich und tot. Aber läuft der Zauberer. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Bleib ganz ruhig, du Drecksack. Yes. Schön gemacht. Und markieren als Gegner. Ich glaube, das hat nicht mal geklappt. Bin aber nicht ganz sicher. Der hat über die Hälfte seiner Lebensenergie schon verloren. Ich würde sagen, es hat geklappt. Gesundheit von allen sieht super aus. Da lacht die. Das ist irre. Lacht und steigt auf. Die ist gut. Sigrun. Das ist eine tolle Truppe. Kampfbewegung ist richtig. Flemeths Besenstiel. Das kann ich erstmal mitnehmen. Den Rest lass ich hier. Hier steht noch einer. Er hat noch gar nicht gemerkt, dass Krieg ist. Den hat's abgestochen. Los, weiter. Und das. Kreischer. Aber nur ein schwacher Kreischer.
gesprengt. Das ist gut. Da war hin. Können wir gleich auf Hunde blockieren, das ist noch besser. Das ist Gebete. Ach, die kippen um. Wir können so ein Maschinengewehr einstellen, es hätte denselben Effekt. Ihr seid spitze. Haben wir uns wahrscheinlich hier durchs Gasthaus durchgekämpft. Muss ich das noch so ein wahnsinniger? Er hat irgendein Siegel dahin gemacht. Oh, was auf! Genau, zuerst auf den Typ. Schnell markieren. Komm schon. Okay, der ist markiert. Sehr gut. Jetzt ist er durch die Luft geflogen. Vorsicht, der hat unseren Freund. Ist verdammt. Komm schon, macht irgendwas. Lass den fallen, du Penner. Jetzt hat er fallen lassen. Gerechtigkeit. Nimm schnell einen mächtigen Wundumschlag. Autsch, autsch. Der Typ ist auch hin. Aber Gerechtigkeit ist umgefallen. Hey, Freunde. Mächtiger Wundumschlag. Mächtiger Wundumschlag. Du nimmst einen normalen Damisa. Wo ist mein Ziel? Ich glaube, das kannst du nicht übersehen, würde ich fast behaupten wollen, verkrüppeln. Ja, du Mistvieh. Hier, gestörtes Gleichgewicht. Siegrun, mächtiger Wundumschlag. Die Hälfte haben wir abgezogen. Ein schönes Vieh, mein lieber Schwan. Guter Treffer. Komm schon. Das kann ich einsetzen. Das vielleicht. Ja, wunderbar. Lähmung hat geklappt. Vorsicht, Siegrun. Mächtiger Wundumschlag. Okrin stark. Du brauchst nichts. Alter Schwede. Nimmst einen starken Wundumschlag. Und du nimmst einen mächtigen. Das Vieh ist ganz schön gefährlich. Gepanzerter Ogre Alpha. Das ist ein Vieh. Pass auf, nicht dass der erwischt sagt. Komm schon, der ist gleich hin. Jetzt hin. Das war mal gefährlich. Das war gut. Ein Glück, dass sie uns zugejubelt haben. Dunkle Brut zieht sich zurück, Kommandantin. Und was ist mit den Überlebenden? Sie werden versorgt. Und dank der Gnade des Erbauers wurden nur wenige von ihnen von der dunklen Brut infiziert. Der Bote des Architekten hat uns den Weg zum Versteck der Mutter erklärt. Wir müssen sie verfolgen. Und was ist mit dem Architekten? Der Bote sagte, der Architekt wolle ebenfalls den Tod der Mutter. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Mutter oder Architekt, sie sind beide Ungeheuer und müssen sterben.
Was soll mit dem Boten geschehen, Kommandantin? Beseitigt ihn. Wie ihr wünscht. Möge der Erbauer über euch wachen, Kommandantin. Das sieht ja, was hier rauskommt. Mann, waren das schwere Gegner. Gerechtigkeit hat er den Treff gekriegt, der arme Kerl. Hier, nimm erstmal das. Okay, der ist wieder fit. Was kann ich tun? Ich stehe bereit. Alle fit. Jünger General, Fahnenstange des Winters. Nicht schlecht. Aber das Vieh war schwer. Lobe den Erbauer. Wenigstens. Dank. Ihr habt uns gerettet. Wenigstens konnten wir die retten. Das war sehr gute Arbeit. Wo ist das? Versteck der Mutter. Da geht's jetzt hin. Oh, Vigils Wacht hat das Todessymbol wie Lothring. Aber die werden doch durchgehalten haben. Die wollen mir doch nicht sagen, dass die Vigils Wacht eingenommen haben. Habe ich das richtig verstanden? Ihr seid Todzwergen? Ja, so könnte man es ausdrücken. Der Körper, den ich bewohne, ist eben... Ja, ja, wir sind alle tot. Wir haben was gemeinsam. Ein Glück, dass die hier alle gegeneinander kämpfen. Dann kann man die sich von hinten schnappen. Die Viecher halten was aus. Hier kriegt jeder. Das ist irre. Gesundheit sieht gut aus. Muss ja echt aufpassen. Sieht überall gut aus. Ey, pass auf, die sind gefährlich, die Viecher. Nicht? Ach, ich sag, pass auf. Hoch mit dir, steh auf. Die haben dich in Ruhe gelassen. Komm schon, hilf ihm. So, der hat kaum Schaden genommen. Er ist tot. Der ist irgendwo ein Magier. Was ist denn das? Sigrun! Wo ist dieser Drecksack? Zauberer. Hier ist er nicht. Hier hinten ist er. Komm her, du Mistsau. Ist ja nicht dein Ernst, oder? Dann nicht dein Ernst. Gut, der Sinn. Gesundheit sieht überall gut aus, wie gesagt. Wo willst du denn hin? Ey, Sigrun, was ist los? Los, weiter zum Angriff. Vorsicht! Lass den runter, du Mistvieh. Wird erledigt. Gut gemacht. Das hier. Komm her, du Mistvieh. Hast du einen? Yes.
Das sah gut aus. Holt euch. Notiz? Was? Dragos Ruhe. Die Legenden sprechen über einen Ort, an den sich angeblich die Drachen begeben, um zu sterben. Das ist wie der Elefantenfriedhof. Wir haben über den Gebeinen eine Stadt errichtet. Wir haben bis tief hinuntergegraben, um die Überreste all jener urtümlichen Drachen gesammelt, die unseren alten Göttern so ähnlich waren. Aus diesen Knochen haben wir Stäbe für unsere Magister gefertigt, Rüstung für unsere Krieger und Kronen für unsere Archons. Wir haben Phylakterien für unser Blut und Sarkophage für unsere Körper hergestellt und dafür gebetet, dass sie uns unsterblich machen. Geisteskranke überall, alles muss vernichtet werden. Dämonensekret hat er mit Lös weiter, das brauche ich nicht mehr. Speichern brauche ich aber. Speichert's automatisch, dann geht's los. Alle da? Alle da. Na komm her, du Made. Oh yes! Los, mach gleich mal eine Darmspiegelung. Jetzt haben sie es aber. Jetzt haben sie es übertrieben. Kleiner so ein Drache mit dir gestellt. Komm da, Visa, hoch mit dir. Pass bloß auf die Gesundheit an. Hilf hier Gerechtigkeit, komm. Komm, hoch, hoch, hoch. Ich bin schon da. Okay, Gerechtigkeit, wo bist du? Du nimmst das hier. Los. Gut gemacht. Und als nächstes gleich noch den drauf. Sigrun, du nimmst einen normalen Wundumschlag und du auch. Ich fahr weg, ja. Gerechtigkeit, mächtiger Wundumschlag, Okren, mächtig, Sigrun, auch mächtig. Bleibt fit. Los, markiert den als Feind. Gerechtigkeit, Wundumschlag. Okay. Den kleinen daher schütten. Okren, starker Wundumschlag. Hat irgendjemand im Maul? Scheiße. Mist, der hat ihn umgelegt. Schon wieder Gerechtigkeit. Wie sieht denn das aus? Nicht mal der Hälfte abgezogen und einer ist schon draufgegangen. Komm schon, komm schon, komm schon, du kannst das. Verkrüppeln! Los! Gut gemacht. Sigrun, mächtiger Wundumschlag und Okren auch mächtiger Wundumschlag, wenn du wieder aufgestanden bist. Du nimmst einen normalen. Ja, gut gemacht. Sigrun, mächtiger Wundumschlag, verdammt. Scheiße. Hat's nicht geschafft, Sigrun. Oh, 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 das wird Müll. Okren, starker Wundumschlag. Du nimmst den normalen. Gestörtes Gleichgewicht, ich weiß nicht, ob das hier funktioniert. Guter Treffer. Atombombe geschossen, dieses Mistvieh. Ich sehe es nicht, wie viel sie hat. Egal, nimm einen Wundumschlag. Du auch. Gab's eh mit Schwanz der Fluch Ogren weg. Natürlich. Fortigkeitssalbe ist hier angesagt. Und bei dir ist Wundumschlag angesagt. Ja. Los, komm schon, Amisa, du schaffst das. Ist so ein
übelstes Vieh, keine Frage. Los, bleib so stehen, dass Okrim mit angreifen kann. Du machst das gut, du machst das gut. Du nimmst jetzt einen starken Wundumschlag und Okrim den mächtigen. Natürlich. Okay, gut. Mist! Och, Tamisa. Okrim, hast denn du nichts in deinem... Nee, hat er nicht. Er kann bloß draufschlagen. Zu befehlen. Tamisa hat's überlebt. Natürlich. Natürlich, du hast völlig recht. Wie konnte ich bloß daran zweifeln, meine Gute? Okrim, mächtiger Wundumschlag. Los. Tamisa, starker Wundumschlag. Okay, gut gemacht. Das hat die tatsächlich durchgehalten. Das ist unfassbar. Okrim, mächtig. Wie sieht's denn aus? Jetzt ist er aber gleich tot. Ja, du Mistvieh. Schafft sie nicht, tödlicher Schlag. Mächtiger Wundumschlag. Los, nimm. Okay. Du auch. Ja. Das ist eine Mistsau. Okrim. Okrim. Super. Klasse gemacht, Mann. Klasse gemacht. Okay. Du hast mal Verletzungsausrüstung und Siegrun. Puh, das war ein ganz schöner Kampf. Was ist das? Und noch 2 Konstitutionen. Und das. Was ist das? Wütender Sturm, zweihändig. Da hat er da auch alles. Klasse. Erstmal noch einen Drachen besiegt, mal ganz schnell. Wo geht's denn hier rein? Hier hinten. Was ist das? Noch ein Berg. Quecksilber. Schlüpfling der Kinder, das ist alles Bullshit. Mann, sind die stark. Aber der Drachen war gefährlich, also das war echt irre. Na, was willst du? Was willst du von mir? Da fällt nur wieder bei einem Schlag um. Unfassbar. Der ist schon tot. Weiter vorrücken. Auf Markia aufpassen. Oh, fielen gleich 2 hier um, das ist genau richtig. Achtung, hier unten ist so ein Jünger. Seid ihr bereit? Alle bereit. Komm, 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 du musst irgendwas machen. Jetzt lass ich mir überlegen. Irgendwas, dass er das unterbricht. Ja, das war gut. Zauber unterbrochen. Dann das. Gut, das ist gar nicht. Der ist gar nicht stark, der Typ, das habe ich nicht gesehen. Nicht das. Das geht nicht. Dann verkrüppeln. Das war super. Gut weggesprengt. Mist. Das war gut.
Das war richtig gut. Nee, das geht nicht. Das hier, wenn schon, denn schon. Ja, das sind... Lass ich. Wie ihr meint. Der hat einen Kristall einstecken. Ja. Shit, da muss ich aber auch noch... Finde Kristalle für die übrigen Aussparungen. Für die übrigen Aussparungen. Wie ihr meint. Natürlich. Der eiserne Wille. Wie viele Aussparungen sind hier? Hier. Shit, da muss ich wahrscheinlich doch die Toten durchsuchen. Er hat einen Wundumschlag. Ja, nichts. Geld. Moment. Wie ihr meint. Auch Geld. Hab ich hier irgendwas übersehen? Hier ist was. Die ist aber verschlossen, die Truhe. Ist trotzdem mit Kristall drin. Vulkangold Großschwert. 2 Goldstücke. Okay. Also aufpassen. Kristalle muss ich jetzt sammeln. Aktualisiert. Du hast 4 Kristalle in den Aussparungen in den Ruinen angebracht und dadurch ein Relikt des Reichs von Tevinter reaktiviert, das dir bei deinem Kampf gegen die Mutter nützlich sein könnte. Es gibt noch weitere Türme, die jedoch noch inaktiv sind. Los geht's. Speichern. Na was? Mach doch mal das Ding auf! Komm, greif mit an! Dass sie nicht alleine vorrennen! Was ist das denn? Was macht der denn für Luftschläge? Na, was machst denn du? Na, endlich. Ja, da hat er auch einen einstecken. Also entweder die Offiziere oder diese Fleischmaden. Vorsicht. Bin ich froh, dass da eine Sperre drin ist. Was liegt denn hier? Noch so ein Vieh. Speichert's da automatisch. Ach, dieser Kasper. Und so begegnen wir uns wieder. Nein, Uther, so darf es nicht beginnen. Dann wird es enden. Ich muss mich bei euch entschuldigen, Kommandantin. Als wir uns das letzte Mal begegnet sind, wollte ich mich euch erklären. Das Schicksal hat es jedoch verhindert. Du wolltest mich erklären. Ihr meint, ich bin euch entkommen.
Ich hatte euch nur festgehalten, um zu verhindern, dass es zu einem ähnlichen Missverständnis wie mit dem Rest eures Ordens kommt. Die Art von Missverständnis, bei dem es am Ende Unmengen von Leichen gibt. Ja, das kenne ich. Der Verzehrte hatte den Auftrag, die grauen Wächter um Hilfe zu bitten. Allerdings hätte ich wissen müssen, dass ihr unsere Kontaktaufnahme als Angriff deuten könntet. Es fällt mir schwer, richtig einzuschätzen, wie eure Art reagiert. Das Ergebnis war äußerst bedauerlich. Genug geredet, Monster. Es ist Zeit zu sterben. Ich hatte einen Boten ausgesandt, in der Hoffnung, dass ihr euch trotz allem der Vernunft öffnen würdet. Alles, worum ich euch bitte, ist, dass ihr mich anhört. Solltet ihr mich auch danach noch erschlagen wollen, könnt ihr es natürlich versuchen. Wir haben nichts miteinander zu besprechen. Das ist äußerst bedauerlich, aber ich kann euch keinen Vorwurf machen. Ihr seid eine Sklavin eurer Natur, ebenso wie wir es sind. Entschuldige, Uther. Es scheint, als würde ich mein Versprechen nun doch nicht halten können. Nein, weil du verrottest. Ganz einfach. Bitte vergib mir, Kommandant, aber ich muss darum kämpfen, mein Schicksal erfüllen zu können. Entschuldigung, wenn's wehtut. Wo ist er denn, der Kasper? Ich mal gucken. Ja, natürlich ist der richtig schwer. Die alte ist nicht schwer. Ich würde ihn erstmal markieren. Vorsicht, du musst jetzt das machen, denn das hier. Ich könnte zaubern. Mist. Schnell, mächtiger Wundumschlag. Du nimmst den starken. Stehen wir hier im Feuer. Du normalen. Ich könnte den Zauber nicht unterbrechen. Verdammt. Das wird nicht viel bringen. Vielleicht das hier. Oh, du bist ganz schön Drescher, mein Freund. Halte durch. Orgrin, starker Wundumschlag, habe ich gesagt. Du nimmst den normalen. Und du den schwachen. Okay, jetzt nimmst du noch einen starken hinterher. Und du einen normalen. Bleib fit. Der Zauber hält dich ewig an. Dann ist er vorbei. Wegsack. Gestörtes Gleichgewicht widerstanden. Alles klar, das hätte ich mir was denken können. Die anderen Zauber sind auch nutzlos. Das hilft. Ja. Die Hälfte haben wir abgezogen. Gute Arbeit, Leute. Das bringt nichts. Tödlicher Schlag. In der Position, das macht auf jeden Fall viel Schaden. Guck dir den Weichling an. Jetzt zaubert er wieder. Dann mal, wie kann ich den Zauber unterbrechen? Versuch mal das. Das hat geklappt gehabt. Geklappt gehabt. Das hier. Ja, das war gut. Nee, hat's gezaubert. Pass auf, Sigrun. Scheiße. Entschuldigung. Sigrun, tut mir leid. Orgrin. Mächtig. Ja, auch mächtig. Dafür habe ich sie doch da. Du nimmst den normalen. Okay, Sigrun, du nimmst jetzt den starken. Gut. Dann den normalen. Mach schon. Und dann den schwachen. Du nimmst noch den starken hinterher. Und Orgrin auch. Und du den schwachen. Bleib fit, dieses elende Mistvieh. Sigrun, mächtiger Wundumschlag. Orgrin mächtig. Und Gerechtigkeit mächtig. Du normal. Genauso, bleibt fit, der ist gleich hinter dieser Mist. Sag tschüss. Yes. Klasse Arbeit. Stufe 34. Dann.
Ein Punkt auf Stärke, einen auf Geschicklichkeit und einen auf das. Nochmal das. Der Schurke herrscht die Kunst der Verstohlenheit so erheblich. Moment. Mach das. Totstellen. Der Schurke bricht zu Füßen seiner Gegner zusammen. Diese verlieren das Interesse an ihm und suchen sich andere Ziele. Bis der Schurke seine List beendet. Das kann ihnen vielleicht mal helfen. Gute. Uta. Pendragon. 4 Stärke, Geschicklichkeit. Klingt interessant. Und der Trottel. Robe des Architekten. Und Gürtel des Architekten. War der größte Witz, der Typ. Naja, hässliche Robe. Was hatte ich jetzt noch? Des Prinzen Pech, 4 Stärke. Was hast du? Okren. Und Sigrun. Das ist echt schwer. 5 Sovereigns und das Ding hat 2. Hast du das? 7 Willenskraft und 7 Zauberkraft. Das braucht niemand. 3 Willenskraft und 15 körperlicher Widerstand. Das klingt allerdings interessant. Naja, gut. Also der Architekt des Sinn hat sich als unfähig erwiesen. Allerdings ist er ihre Schwester nicht wieder aufgetaucht. Sehr schön. Dieser Ort wirkt ausgesprochen groß. Sehr schön. Hat er denn kein Ende? Irgendwann hat alles mal ein Ende. Speichern. Der Kampf war gut. Wie sieht's denn aus mit mächtigen über 150, 108, 160 mächtige, 130 starke? Alles gut, ja. Bestens. Bestens sieht's aus. Machen sie locker fertig. Gewand von Ortemil. 7 Rüstung. Weiter. Vorsicht, hinter uns. Gut. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Komm, komm, komm. Schnell, schnell, schnell. Das hier. Komm schon, lehm denn. Aber das muss doch irgendwie klappen. Tödlicher Schlag. Ja, das hat geklappt. Komm
Komm schon, Gerechtigkeit. Mächtiger Wundumschlag, los. Sigrun stark. Und du Angriff. Nicht den Müll reinnehmen. Komm schon, greif an. Genau so. Und wieder ran. Klasse. Und hat jetzt mal bloß einen Wundumschlag einstecken. Kommen nur solche Mat. Vorsicht! Komm, komm, komm! Gesundheit sieht überall gut aus. Was für Kreaturen. Sehr schön. Kettenrüstung hat er einstecken. Sehr schön. Vorsicht! Und was? Das ist noch so ein Vieh. Ich werde es tun. Ja, los! Komm schon ran an den Drecksack. Markieren. Und das. Okay. Hast ihn getroffen, gute Arbeit. Ja, Gerechtigkeit, ich brauche. Oh Gott. Okren? Bist du denn? Komm mal hier runter jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon. Mach, mach, mach. Das hier. Genau so. Knaufschlag. Komm schon, das gleich. Ja, jetzt war er hin. Das sind Effekte. Level 34. Was kann ich dir noch tun? Du hast alles, was sinnvoll ist. Das ist alles nur Müll. Seelenfresserbeschichtung. Was ist das? Ein ketzerischer Jünger. Natürlich. Expertenlähmungsrune und ein Kristall. Wenn hier ein Kristall drin ist, hab ich alle. Ja, super. Du hast die Kristalle in den Aussparungen in den Ruinen angebracht und dadurch drei Relikte des Reichs von Tilwinter reaktiviert, die dir bei deinem Kampf gegen die Mutter nützlich sein können.
Wo muss ich denn hin? Hier durch. Ja, das Nest. Na dann, viel Glück. Gegen dieses hässliche Vieh. Das wird schwer. Warte mal, ich muss das gucken. Sturm der Flammen, Turm der Flammen, Scheiterhaufen des Architekten. Gibt's aber nicht, oder? Ne, der Architekt ist tot. Turm des Traumas. Sämtliche Kreaturen betäuben. Sämtliche Leute wiederbeleben und heilen. Turm der Flammen. Feuer. Na los geht's. Oh, da ist sie, meine Heldin. Die Schlechterin des mächtigen Vaters ist hier, um eine Belohnung einzufordern. Oh, welch wundervoller Tag. Dann sind das viele Brustwarzen. Das muss die Mutter sein. Welch abscheuliche Kreatur aus Bosheit und Hass. Bei den Ahnen. Riechen etwa alle Brutmütter so ekelhaft? Bin ich nicht wunderschön? Ist der graue Wächter hier, um auch die Mutter abzuschlachten? Wird sie dem Vater ins Vergessen folgen? Ihr seid wirklich scharfsinnig. Und jetzt stirbt ihr. Dann hat die Stille nun ein Ende. Vielleicht werden wir das Lied wieder hören, wenn wir sterben. Oh ja, lasst es erklingen. Lasst es erklingen. Was für eine Kreatur. Die Mutter. Ja, ja, das ist mir schon klar, dass sie nicht alleine kommt. Klar, die hat schöne Abwehrmaßnahmen, logisch. Komm hoch! Wie sieht's aus? Weiter. Los, das ist gelähmt. Ran, ran, ran. Mächtiger Wundumschlag. Na mach. Mächtiger Wundumschlag, hab ich gesagt. Du auch. Du auch. Los. Und du auch. Und du nimmst den starken. Okay, auf ein neues. Oh Gott, eine Million von den Ratten. Komm, mach, Baby. Was machst denn du bloß für eine Scheiße? Alle hier drauf. Wie sieht's aus? Siegrun, mächtiger Wundumschlag, Orgren. Los! Ist nicht was mit dir los ist. Nimm das mal raus, diesen Müll! Ich habe keine Zeit für diesen Schrott. Was hat denn der hier drin? Das deaktivieren. Er steht da und kann sich nicht mehr bewegen. Das bringt mir nichts. Du sollst denn, was habe ich gesagt? Starken Wundumschlag nehmen. Los, hilf Siegrun! Gut gemacht. Orgren. Ja.
Ah ja, hier haben sie mal ein bisschen was angeholt. Nicht zu verachten. Okren kann nichts einnehmen, der ist begraben. Gut gemacht. Und jetzt mächtigen Wundumschlag. Los. Die anderen sind alle noch fit. Das hoffe ich doch. Ganz schönes Bad des Blutes. Los, hat die blöde Kuh ran. Ja. Komm, mach was. Irgendwas. Wie sieht das? Sigrun, wo bist denn du? Ja, das nehmen. Okren, das nehmen. Gerechtigkeit, das. Na komm. Ein bisschen fit bleiben. Du brauchst nichts nehmen. Los, hoch mit dir. Was ist das? Stechender Schwarm. Er leidet kontinuierlich Schaden. Stirbt der Gegner, springen die Insekten auf den nächsten. Über 9 Sekunden hält das an. Wo bist denn du gerechtig? Verdammt! Zurück! Angreifen! Hast du noch was, Okren? Angreifen! Schlag zu, Mann! Ach, jetzt war er hin, der arme Kerl. Mist, du hässliche Scheißkuh! Mächtiger Wundumschlag. Starker Wundumschlag. Starker, hab ich gesagt. Ja. Und du auch starken. Komm mal angeflogen. Hör mir auf. Pass auf, Sigrun. Du nimmst jetzt. Komm schon, Okren. Du nimmst jetzt das. Geh ran! Das hilft doch ganz gut hier, dieser Doppelschlag. Oder das Ding. Hat nicht gebraucht. Stech drauf ein! Mist, Sigrun. Du nimmst das. Okay, Heilung. Okay. Du nimmst das. Hoch mit dir! Dann das. Sigrun, das. Gut. Dann das. Dann das. Was denn jetzt? Ach, Sigrun, scheiße. Mach einfach. Komm, push dich hoch. Gut. Und das noch hinterher. Los, haut drauf! Geh nochmal los! Was steht da und guckt? Was ist mit dir los? Guter Treffer, das war super. Okren, wenn du wieder aufgestanden bist, das nehmen. Die Salbe nehmen. Okren, das. Gerechtigkeit. Das. Los, hoch mit dir. Was habe ich denn hier noch? Eins habe ich noch übrig. Turm des Traumas. Los, stech die ab. Warum kämpft sie nicht mehr? Was ist denn mit dir los? Ich weiß nicht, was mit der ist. Komm, 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 hier ran. Hier geht's auf den Gegner. Okren stark. Gerechtigkeit mächtig. Du normal. Ja.
Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Mächtiger Wundumschlag. Mächtiger Wundumschlag. Komm ran! Den Stich. Ja. Jetzt hat's Orgrin erwischt. Die ist fast hin. Gerechtigkeit. Starker Wundumschlag. Ja, wunderbar. Ja. Klasse gemacht, Tamisa. Yes. Genau, lass dir das schmecken. Oh, was für ein Kampf. Genial, hat es geschafft. Wahnsinn. Das war's, Spiel. Nachdem sowohl der Architekt als auch die Mutter vernichtet waren, flohen nahezu die gesamte verbliebene dunkle Brut zurück in die tiefen Wege. Die Überfälle auf Emma Ramrim kamen schließlich augenblicklich zum Erliegen. Obwohl vermutlich einige der Jünger des Architekten mit dem Rest ihrer Art in die tiefen Wege entkamen, haben sie bislang keinen Versuch unternommen, sich an den grauen Wächtern zu rächen, die ihren Erlöser vernichtet haben. Dennoch leiden die tiefen Wege weiterhin unter der dunklen Brut und es scheint sicher, dass irgendwann eine neue Verderbnis beginnen wird. Auch wenn die Gefahr vorerst gebannt ist, ist der Kreislauf der alten Götter ungebrochen. Berichte über die heldenhafte Rettung Amaranthins durch die grauen Wächter bereiten sich wie ein Lauffeuer aus. Als bekannt wurde, welch gewaltige Verluste die Wacht zu verzeichnen hatte, wurde das Artum mit großzügigen Spenden aus ganz Ferelden bedacht. Innerhalb eines Jahres erstrahlte Amaranthin wieder in seinem ehemaligen Glanz und auch Virgils Wacht war nach nur 5 Jahren wieder aufgebaut. Dank des Einsatzes der Wächter für Recht und Ordnung in Amaranthin waren Marshal Aiden und seine Männer in den zermürbenden Tagen nach dem Sieg über die dunkle Brut in der Lage, die schwer gezeichneten Überlebenden mit den Waren der Schmuggler zu versorgen. Der Krieg verwüstete die Höfe des Altums, doch das Land selbst überlebte. Und wie immer würden die Möglichkeiten im Laufe der Zeit auch wieder Siedler aus anderen Regionen anziehen. Dirk, einer der Verantwortlichen für den Gwindel mit den Weißen der Verderbnis, hatte das Glück, die Schlacht um Amaranthin zu überleben. Er war von uneingeschränkter Mildtätigkeit des Wohltäters der Weißen der Verderbnis so beeindruckt, dass er eine ehrliche Spendenaktion für jene Kinder ins Leben rief, die bei dem Angriff zu Weißen geworden waren. Seine Liebste Melisse schenkte ihm später 2 eigene kleine Bengel. Wiegels Wacht sah sich allein einer ganzen Horde der dunklen Brut gegenüber. Die Verteidiger der Wacht waren den Truppen der Mutter zahlenmäßig deutlich unterlegen. Die stabilen Mauern der Wacht hielten jedoch sämtlichen von den Ogern geschleuderten Felsen stand und jeder einzelne ihrer mit Silberit gerüsteten Soldaten erschlug ein Dutzend der dunklen Brut, bevor er selbst überwältigt werden konnte. So hielt die Wacht stand, eine Nacht, eine zweite, eine Woche, bevor die Horde schließlich an ihren Mauern zerbrach. Wiegels Wacht erwarb sich einen nahezu legendären Ruf und die wenigen Überlebenden wurden in Liedern und Legenden unsterblich. Der Frieden erlaubte es den Wächtern, ihre Reihen wieder aufzufüllen, sodass Wiegels Wacht schon bald eine schlagkräftige Armee beherbergte, deren Kern die grauen Wächter bildeten. Aus ihren Reihen gingen neue Helden hervor, die sich sämtlichen Bedrohungen für Amaranthin und ganz Ferelden stellen würden. Wiegels Wacht wurde mit Steuern und Abgaben wieder aufgebaut, bis Voltric Glavornak Jahre später von den Wehrgängen auf
sie hinabblickte und die Verteidigungsanlagen als annehmbar bezeichnete. Das war das höchste Lob, das er menschlicher Bauweise jemals zukommen ließ. Einige Adlige behaupten, die Grauen Wächter seien an Ban Emeras Verschwinden am Vorabend der letzten Schlacht gegen die Dunkle Brut beteiligt gewesen. Geflüsterte Verwünschungen deuten darauf hin, dass es noch immer eine Verschwörung gibt, deren Ziel es ist, die Wächter aus Amaranthin zu vertreiben. Unter den zahlreichen Legenden, die die Wacht hervorbrachte, war auch eine, die sich um die Helden des kommenden Zeitalters rankte. Sie erzählte von Ser Alec, dem Tapferen, einem Schafhirten, der Soldat wurde und einen Ritterorden ins Leben rief, der 1000 Jahre Bestand haben sollte. Das war der Typ, den ich verschont hatte. Das aus den Knochen eines alten Drachen gefertigte Schwert der Kommandantin Wachsamkeit wurde bei einem verwegenen Raubzug von den Krähen von Antiva gestohlen. Die Klinge ging anschließend durch zahlreiche Hände und wurde von den meisterhaften Schwertkämpfern ihres ganzen Leben lang geführt. Es gibt Stimmen, die behaupten, dieses legendäre Schwert habe ein Eigenleben und würde immer mächtiger werden. Vorkin Clavonag entwickelte seine Lyrium-Sand-Sprengstoffe weiter, schied jedoch aus dem Dienst der Wächter aus, nachdem ein Kunari-Söldner versucht hatte, ihn zu ermorden. Obwohl der Zwergenartillerist seine Geheimnisse mit sich nahm, sagen die Wissenden, dass er Hinweise hinterließ, damit die anderen seinen Weg folgen können. Die in Meister Waits einzigartigen Silberrittrüstung gekleideten Soldaten der Wacht wurden als der Silberne Orden bekannt. Unter Anleitung der Grauen Wächter wurde der Silberne Orden zu einer der geachtetsten Armeen Verellens und einer ewigen Erinnerung an die berühmte Kommandantin von Vigils Wacht. Nachdem sowohl Velana als auch der Architekt aus der Gegend verschwunden waren, nahm der Verkehr auf den Pilgerpfad wieder zu. Das Massaker an den Milizionären und Händlern resultierte allerdings in heftigen Feindseligkeiten zwischen den nahegelegenen menschlichen Siedlungen und vorbeiziehenden Clans der Delish. Schon nach kurzer Zeit entführte und ermordete ein menschlicher Siedler ein Kind der Delish, woraufhin sich die Clans vorerst vom Wendernwald fernhielten. Beide Seiten wissen jedoch, dass die Elfen eines Tages zurückkehren werden, um Rache zu üben. Einige Jahre nachdem Kalhirol von Dunkler Brut befreit wurde, begann Osama Expeditionen in den Teig auszusenden, die das vor langer Zeit verlorene Wissen über die Schmiedekunst wiederfinden sollten. Haus Helmi entschied letztlich, dass Kalhirol zu wichtig sei, um es aufzugeben, obwohl es sie unzählige Zwergenleben kostete, gelang es ihnen, die Tunnel für Kalhirol von Dunkler Brut zu säubern und den Weg zwischen Orsamar und den Festungen wieder sicher zu machen. Somit eroberte Orsamar Kalhirol für alle Zeiten zurück. Woldrick und Dworkin hielten ihr Versprechen und legten der Halle der Bewahrung in Orsamar die Steintafel vor, die davon berichtete, wie die Kastenlosen von Kalhirol gegen die Dunkle Brut gekämpft hatten. Die Kommandantin der Grauen Wächter wurde als Ehrengast zu den Feierlichkeiten in dem Gedenken an die Verteidiger von Kalhirol nach Orsamar eingeladen. Der Bewahrer verlas die Namen der Kastenlosen von der Steintafel und leitete dann die Zeremonie, in der sie zum Stein zurückgeführt wurden, so wie es Kriegern ihres Ranges gebührte. Im Laufe der Zeit gerieten das im Altum die Geschichten über Geister in den Schwarzmarschen in Vergessenheit, so dass sich langsam auch wieder Siedler in dieser Gegend vorwagten. Obwohl die Schularen davor warnten, dass der Schleier dort dünn und das Gebiet gefährlich sei, war den Leuten nur wichtig, dass die Schatten nicht länger von verängstigten Geflüster erfüllt waren. Das Dorf wurde nach und nach wieder aufgebaut, das Anwesen der Baroness wurde zweimal neu errichtet und wieder bewohnt. Zuerst von einem reichen Händler, dann von einem orlesianischen Magier. Nachdem beide einen mysteriösen Tod gefunden hatten, wurde das Anwesen vollständig abgerissen und für alle Zeiten gemieden.
Die Überlebenden der Belagerung von Vigils Wacht feierten Anders und seine Magie, die Hunderte von Angreifern der dunklen Brut zurückgeworfen hatten. Während der folgenden Siegesfeier überredeten die Männer Anders zu einem Trinkwettbewerb, den er allerdings verlor. Anders blieb noch einige Jahre bei den Grauen Wächtern und bildete die nächste Generation von Magiern für den Orden aus. Als er jedoch der Turm des Zirkels ihn sehr zum Unmut der Templer bat, sie über das Wesen des Architekten aufzuklären, öffnete Anders der Kommandantin der Grauen Wächter, dass seine Zeit im Orden beendet sei. Da Anders nun kein Wächter mehr war, erklärten ihn die Templer zu einem Abtrünnigen. Sie spürten ihn letztlich auf, als er versuchte, sein Phylakterien zu zerstören. Er entkam noch ein achtes und neuntes Mal aus dem Turm, bevor er schlussendlich verschwand. Als die Mauern von Vigils Wacht fielen, mussten die überlebenden Verteidiger mit ansehen, wie Velena unter den Trümmern begraben wurde. Als diese später weggeschafft wurden, war allerdings keine Leiche zu finden. Velena war einfach verschwunden. Nachdem er einige Jahre bei den Wächtern verbracht hatte, erkannte Nathaniel, dass ihm dieses Leben nicht entsprach. Er verabschiedete sich von seiner Schwester Delia und ihrem Sohn und brach auf, um sein Glück zu suchen. Sein Neffe eiferte Nathaniel nach und schloss sich später selbst den Grauen Wächtern an. Er stieg bis zum Kommandanten der Wächter auf und führte den Namen Hau zu neuen Ruhm. Obwohl Gerechtigkeit der Schlacht von Vigils Wacht heldenhaft kämpfte, gelang es der dunklen Brut noch, Christophs Körper den Kopf abzuschlagen, bevor sie endgültig besiegt wurde. Ob der Geist der Gerechtigkeit daraufhin gestorben war oder den Körper einfach nur verlassen hatte, konnte natürlich niemand mit Gewissheit sagen. Zumindest jedoch konnte Christophs Gemahlin Aura nun endlich ihren Anspruch auf die Asche ihres Mannes geltend machen. Nach dem Tod der Mutter schien Sigrun ihren Sinn im Leben verloren zu haben. Sie zog sich immer weiter von ihren Freunden im Orden zurück und sprach jeden Tag weniger mit ihnen. Eines Morgens war Sigrun einfach verschwunden. Ihr Bett war gemacht und ihre Habseligkeiten waren fort. Ein junger Rekrut, der ihr nachts noch begegnet war, sagte, sie sei zu ihrem Ruf aufgebrochen, um das zu beenden, was in Kalriol begonnen hatte. Orgrin unterhielt weiterhin junge Rekruten der Wächter mit Geschichten über seine Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld und im Bett. Seine Trinkspiele brachten mindestens eine Rekrutin so weit zu erklären, sie würde lieber den Beitritt wagen, als noch einen weiteren Kelch zu leeren. Auf Drängen der Kommandantin der Wächter übernahm Orgrin eine aktive Rolle im Leben seines Kindes. Er stattete Felsi häufig Besuche ab und schrieb nahezu wöchentlich Briefe, die jedoch erst abschickte, nachdem die Kommandantin sie gelesen hatte. Die Retterin Ferelden selbst blieb nicht lange Kommandantin der Grauen Wächter. Die Verderbnis war endgültig besiegt und die dunkle Brut keine echte Bedrohung mehr. Somit war für sie der Zeitpunkt gekommen, weiterzuziehen. Manche behaupteten, die Kommandantin sei nach Antiva gegangen, um nach dem Assassinen Severan zu suchen. Ein Gerücht besagt, sie hätte sich in der Hauptstadt Antivas ein erbittertes Duell geliefert, ein anderes, sie hätten die Führung der Krähen übernommen. Möglicherweise sind sie auch gemeinsam zu neuen Abenteuern aufgebrochen.